Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir noch ein paar Nebenquests gemacht und ja, haben uns einen neuen Wächter für die Erde geholt. Sein Name ist Dende, Little Green. Und ja, wir sind jetzt hoffentlich vor den Zeltspielen angekommen. Wir haben alles erledigt. Ich gucke trotzdem noch mal nach, weil ich paranoid bin. Und ja, wir haben alles erledigt. Und ich hoffe, es geht jetzt hier direkt in die Zeltspiele rein, weil da steht, sprich mit Dende, wenn du zum Kämpfen bereit bist. Okay, das ist ein bisschen eindeutig. Gut, dann geht's mit den Zeltspielen jetzt hier los. Gut. Und noch ein Level abbekommen. Auch gut. Was? Wer hat eine Uhr geredet? Es ist wirklich schon so spät. Son Goku ist Paulchen Panther confirmed. Müssen nicht auch voll schnell sterben? Na gut. Okay. Na, Helene, für nice, komm. Lass Zeit dafür büßen, dass er jetzt die 18 absorbiert hat. Ich muss also meine Macht stehende tun. Und ihr wollt nicht reden. Warum nicht? Und dann gehen wir mal zur Zellspiel-Arena. Ich hoffe, ich kann mich da noch ein bisschen umsehen. Ich bin mal da zur Zell-Arena hingegangen, aber Cell stand da nicht. Also offscreen, so während ich immer versucht habe, irgendwas zu erkunden. Hier gibt es übrigens wieder 30 D-Medaillen und ich habe nur irgendwie 12 von denen gefunden oder so oder 15. Da habe ich mich überall nachgeguckt. Ich verstehe nicht, wie man so viele übersehen kann. Wie gut sind hier versteckt, ey. Ja, voll krass. Okay. Jetzt steht er da. セルは未知の日もせず、リングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオン、ミスターサタンは。今日は青の話、忘れてね。 Kampfsport-Weltmeister,
Oh Mann, was für ein Idiot. Ich wollte schon sagen, die anderen waren auch schon da. Ja, da ist er ja, Vegeta, die lasche Dampfgurke. Wie geil wäre das, wenn die irgendwie den deutschen Text aus der Synchro damals genommen hätten hier. Die hängen an Fäden. Pfeift mir so, ist hier ein Vogel an meinem Fenster. Ja, ich höre ja alle durch. Nur warte mal, da liegen ja Sachen. Wie habe ich denn die verpasst, ey? Die müssen irgendwann in bestimmten Zeiten in den Storys auftauchen, habe ich so ein Gefühl. Aber ich war definitiv schon hier. Hi. Oh, hi. Oh, ihr seid jetzt. Wie geht's? Ihr wollt bei den Zeltspielen antreten, oder? Ich dachte, ich komme hier und sehe mir die Zeltspiele an. Aber ich noch näher rangehe, komme ich alle nur in die Quere, oder? Ich drücke euch die Daumen aus sicherer Entfernung natürlich. Ich gebe euer Bestes, okay? Hier, lasst, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich helfe gerne so gut ich kann. Ja, du erkennst mich sofort. Nein, daneben. Voll. Irgendwo hier war noch eine Erinnerung, die ich noch nicht aufgesammelt habe. Natürlich siehst du mich. So, irgendwo war ja noch eine Erinnerung, glaube ich. Da. Boom. Dann machen wir mal einen großen Bogen in die Cell Arena erstmal. Und gehen diese Erinnerung erstmal hier einsammeln, wenn es geht. Am besten ohne dass ich noch in den Kampf gerate oder so. So. Joink. Konflikt mit dem Mondkönig Piccolo. Ich wollte schon sagen, das ist irgendwie das gleiche Szenario, mehr oder weniger, ne? Und niemand kann sich an Son Goku erinnern. Der Mondkönig Piccolo, der seine Jugend zurückerlangt hat, stürzt die Welt ins Chaos, indem er die Polizei auflöst und die Leute ermuntert, böse Taten zu begehen. Tenshinhan versucht, den Dämonenkönig mit der Festungswelle einzusperren, allerdings hindert ihn Piccolos Schärge daran, der nach dem Trinken von ultraheiligem Wasser nun wesentlich stärkeres Son Goku erscheint. Er macht kurzen Prozess mit den Handlangern und wendet sich dann schließlich dem bösen Dämonenkönig zu. Und die ganze Welt hat es vergessen, leider. Jetzt kommen wir, die Hauptcharaktere. Son Goku, die lasche Dampfgurke. Von der anderen Seite. Und nichts anderes. Oh, ein cooles Bild. Die Z-Krieger sind hier. Die hängen an Fäden. よかったですね。 16 格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ殺されんぞ。だ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって。あいつはドラゴンボールで生き返る。いや、eigentlich Mr. Satan hat überlebt, als Piccolo hier seine ganzen Schergen hier geschickt hat.
Müsste doch bis dahin auch schon ein Turnier teilgenommen haben, angeblich. Oder auch nicht. Da. Die Geräusche. Ja. Einfach aus dem Weg gebitch slapped. Mr. Satan. Da war ein Rutschboden. Kennt ihr das, wenn... Vegeta kommt einfach nicht drauf klar. Okay. Er ist ja 49. Ich hab schon gedacht, dass er ein bisschen... Ja, warte, wir dürfen ja nicht den Ring verlassen. So, okay, ich wollte schon sagen, was mache ich für einen Angriff gerade? Dann komme ich, ne, oder auch nicht. Nein. Das ist jetzt gut. Hey. Das ist auch so ein Angriff, den ich gar nicht mehr im Kopf habe. Wann hat er dieses Energiefeld da mal eingesetzt? Das ist auch immer so ein Main-Angriff von Cell. Eine Explosionsangriff. Irgendwie gar nicht mehr im Kopf, wann der mal so was eingesetzt hat. Ah. Der gibt mir eigentlich ganz schön gerade. Ich schmeiß die aus dem Ring. Dann habe ich gewonnen. So, komm her. Wir sind schon in einem Part gleich mit den Zellspielen hier durch, wenn es so weitergeht. Also wir können ja eigentlich gar nicht kommen. Ja, bin ich sicher. Er hat aber immer noch 4 Balken. Ne? Oh ja. Doch hier mit ins Gesicht. Aber ich ein bisschen zu nah an. Oh, nein, ich darf nicht mit noch blocken. Okay, das wird ganz schön knapp, ja. Oh, Gott, ich kann nicht. Aber jeder blockt die den Angriff. Okay, ich wollte schon sagen. Hat mich, wenn ich meinen Kamehameha gegen seins einsetze, kommt dann so eine Dingswelle, so ein Kiebel, wie nennt man das mal, Kieblast Showdown, irgendwie so was. Oh Gott, okay. Eine Sensorbohne bitte, einfach nur damit wir den Kampf nicht noch mal neu machen müssen. Jetzt haben wir ja diesen Luxus. Was im Kampf gegen Vegeta, da hatte ich keine Heilsachen. War schon schwieriger. Ich habe ein paar Mal drauf gegangen bin. Ja, stimmt, der hält sich ja noch ein bisschen zurück. Ne? Oh Gott, aber knapp. Los, Ring, Ring out, ich habe gewonnen. Ringrichter. Nein, ich habe gewonnen, Zell. Oder tu mal einfach nur so über den Boden ein bisschen fliegen. In irgendeinem Spiel war das auch so, glaube ich. Ich glaube in Tenkaichi oder Raging Blast, ne? Sind immer so ein ganz kleines bisschen über dem Boden. Bonk. Jawohl. Oh, Mann.
zwei Level, sehr gut. Kein Warp kam ja mehr, komm. Mein Gott, all die geilen Angriffe wurden ausgelassen in dem Spiel. Genau, Trunks hat das richtige Mindset. Bitte sag mir, es ist Tenshin an. Beziehung zwischen Cell und Tenshin an im Dragon Ball Z Bridge ist einfach nur geilste. Ah, hier sind ja alle hier. Son Goku, Vegeta, Tenshin an. Bitte sag mir, es ist Tenshinna. Wie gut, dass es diese kleine Unterhaltung noch gibt. Oh, schade. Oh mein Gott, er hat sogar ein bisschen Kampfkraft. Cool. Masaka to
Ich mache nie Fehler, ich bin Son Goku, ich habe ein IQ von über 200. Oh, hi, wie geht's? Na gut. Okay, Papa, mit wem hast du? Wem meinst du denn hier? Du hast mit ihnen ja geredet. Hey, einen Moment mal. なに?なんだと?入るな。僕がセルと?無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯は俺たちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。 精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか。お、思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが父さんは思いっきりやってたさ。 だが、おめえには手を抜いてるように感じたんだろう。そうなのか、ご飯。はい。あれご飯。言わない世の中取り消してやるんだ。学士さんになりてんだろう。わ、わかりました。やってみます。 Okay, Dad, du willst, dass ich kämpfen soll, dann mache ich das eben. So, bis hierhin ist noch alles in Ordnung, ne? Aber ich vermisse noch eine Szene. Ich bin zwar ein paar Level höher, aber ich bin eigentlich noch schwächer als Son Goku, also von den Werten her. Also ich krieg jetzt noch voll den Powerschub, obwohl was du Ich wünschte, Japan würde es auch so sehen. Nein, aber mein Vater. Habe ich mit Krillin schon geredet? Nö. Okay. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass Mr. Satan eine Kampfkraft hat. Na gut, Cell, dann komm. Du und ich. Ich und du, wir sind hier, wir kämpfen jetzt. Son Gohan, kisama ga aite to wa na. Ah!
あれがご飯か。あの大人しいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を、そんなバカな。孫悟空の言ったことも、まんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのは、いささか言い過ぎだったようだな。 Ja, wollen wir noch mal sehen. Komm her. Bei Level 50. Ja. Oh Gott. Jawohl. So ist dann immer nur Kreis. Aufladen, danke. Da denkt ihr mir schon wieder mitten ins Gesicht. Aber ja, solange ich mit irgendwelchen Boss-Techniken kommst, schaffe ich dich. Und okay. Okay, sehr gut. Oh, oh. Oh Gott. Masenko, ah ja, das ist gelenkt jetzt, gut. Ja, aber so weit nicht. Und der hat den gar keine Sensorbohle gegeben, merke ich gerade. Genau das hätte dort drin bleiben müssen. Natürlich, Cellsaga hat irgendwie voll viele wichtige Sachen ausgelassen. Das war eigentlich ein voll wichtiger Moment, dass Son Goku Cell eine Senzu-Bohne gegeben hat. Also der gibt den jetzt gleich nur eine. Gelenkt kam ja mehr, gelenkt Masenko. Oh. Er setzt die ganze Zeit Dings ein. Genau, ich dich eben, so. Zwei Level dazu bekommen. Krass. こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。 何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だから、きっとお父さんは、そいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。 そんな話を聞いて、おじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう。怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。 そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ。ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を持っているかわかるか。 怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。別に俺さんがSon Gokuのschlechter Vater ist。実力はナンバーワンになっても、あいつはまだ子供だ。あ、
50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。では、お前の仲間たちに相談してみることにするか。何をするつもりだ。何でもするぞ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。 Was? Ich mag auch Umarmungen hier. Das ist jetzt peinlich. なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、武装だったんで、取り除いたって言ってた。Du hast mir nicht vorher darüber Bescheid gegeben, weil <笑>残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ？あれは。So, wie Kanonenkugeln ausgeschossen. さあ、行け、セルジュニアたちよ。 Gab es da nicht irgendwie so eine... Aber da komme ich später drauf zu. Gott. Okay. Ihr steht einfach hier, ne? Also mitten haben wir noch ein bisschen ruhig. Ich werde das hier alles zu schneiden an so passenden Orten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon einen Schnitt machen sollte. Aber vielleicht kommt hier ein Schnitt, ich weiß es nicht. Aber ich werde erstmal gucken, wie lange hier insgesamt dauert und dann werde ich passend dazu einen Schnitt machen. Natürlich nicht. Dann kommt mal her. Vor allem, was mich auch ein bisschen stört, ist neben der Dragon Enzyklopädie, also das Ding, wo man hier die ganze Zeit alles nachlesen kann, da wurde sogar diese fette Form von Schwanz irgendwie eingezeichnet unter Beziehungen und so. Aber irgendwie kam die ja gar nicht vor im Kampf gegen Cell. Das stört mich ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die tun irgendwie nicht so die gleiche Arbeit in diese Saga reinstecken wie die in die anderen. Vor allem, es gab bisher nur eine Cutscene, ne? Eine richtig animierte Cutscene in dieser Saga. Und das war, wo Cell zur zweiten Form aufgestiegen ist. Keine Ahnung, in der Saiyajin-Saga gab es viel mehr. Oder in der Freezer-Saga. Ginyu-Sona-Kommando hatte eine eigene Cutscene. Als Rekum von Vegeta angegriffen wurde, war eine eigene Cutscene. Aber in dieser Saga kam fast gar nichts vor bisher. Nur eine Cutscene bisher. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Aber schon klar, dieser Kampf ein bisschen anstrengender wird hier. Oh Gott. Ich weiß auf jeden Fall, was auf jeden Fall noch eine animierte Cutscene sein wird. Das ist ein bisschen offensichtlich. Und wenn nicht, dann ist das echt enttäuschend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine bestimmte Szene animiert sein wird. Also vollkommen animiert. So, einer erledigt. Einer. Oh Gott, die geben uns aber auch ganz schön. Was ihr meinen? Irgendwann wird schon treffen. Kamehameha. Oh Gott. Das hält mich ja fast gar nicht. Okay, eine Sensebohne. Ja, blocken wir weiter oder auch nicht. Woll du? Trunks. Ah. Ist nicht, dass die uns so viel. Okay, die geben uns doch schon viel Schaden, aber die halten auch eine Menge aus. Woll du? Trunks im Hintergrund. Ah, ah, man, Destruction ist. Glaube ich. Warte, warum? Ah. Destruction ist ja nicht exklusiv auf Krillin beschränkt. Der ist nur der erste, der irgendwie einer eingesetzt hat. Eigentlich kann das fast jeder, ne? Nein. Schweben dann noch in der Luft so bewusstlos. Hab mich ausgewichen. Was machst du jetzt, ne? Sit down, sit down. Oh. What do you want? Huh? Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Combo Bombo. So, jetzt noch. Super Modus. Na, jetzt bist du dran. Komm her. Heute auf das zu sagen, Trunks. Ich bin voll dämlich. Oh, sehr gut. Feiern alle auf einmal. Alle drei zusammen. Ganz genau, ich weiß nicht genau, wo die Stadt aktiviert wird, aber gut. Doch, ja. Na, komm her. Okay. Jetzt sind wir Level 50. Trunks und Vegeta sind Level 45, glaube ich. Wer hat das gedacht? Son Goku ist nicht das Schloss. その力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは。やばい。今のうちに引き上げよう。いや。待て。引き上げる前に。 俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。
格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。Du duzt mich. Namen も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。いや、やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう？行くぞ。さあ。16個。So, und hat Mr. Satan indirekt die Welt gerettet.Und ja, jetzt geht's los. Jetzt muss eine animierte Szene kommen.